Freunde der Dirhams, Renminbi und Rupien, willkommen beim stolzen Systemling. Heute wird es ernst, denn heute geht's ums Geld. Geld hat jeder, der eine mehr, der andere weniger. Wie viel genau die anderen haben, das weiß man nicht so genau. Und man kann es auch nicht in Erfahrung bringen, denn es gibt das Bankgeheimnis. Und das ist auch gut so, denn sonst wüssten die anderen ja auch, wie viel man selber hat. Und deswegen war ich auch super geschockt, als ich im letzten Monat die Schlagzeilen der alternativen Presse las. Naja, okay, freie Welt, Telepolis, die klingen jetzt nicht so nach seriösen Seiten. Ups, der MDR, ein öffentlich-rechtlicher Sender? Na dann muss da was dran sein, denn ich bin ja der stolze Systemling und muss damit ja den Systemmedien Glauben schenken. Scheiße, dachte ich auf der einen Seite, jetzt kann jeder gucken, was ich verdiene. Doch auf der anderen Seite dachte ich, cool. Denn irgendwie wollte ich schon immer mal wissen, was mein Nachbar so macht und woher der so viel Geld für sein neues Auto hat. Und deswegen schrieb ich folgende Mail an eine renommierte Internetbank. Hallo und guten Tag. Ich hörte in der Zeitung, dass das Bankgeheimnis weggefallen sein soll. Mein arbeitsloser Nachbar hat sich gerade ein neues Auto gekauft. Ich weiß, dass er sein Konto bei Ihnen hat und nun will ich wissen, woher er das Geld hat. Welche Daten muss ich Ihnen schicken, damit Sie mir Auskunft geben? Und ganz sehnsüchtig wartete ich auf die Antwort, die auch nach einer Woche kam, mich aber sehr enttäuschte. Guten Tag. Zunächst einmal möchten wir uns bei Ihnen für die späte Antwort entschuldigen. Unbeantwortet möchten wir jedoch Ihre E-Mail nicht lassen. Ihre Anfrage können wir nicht bearbeiten, da Sie weder der Kontoinhaber sind, noch eine Vollmacht für das Konto Ihres Nachbarn haben. Der Schutz der Privatsphäre unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Deshalb gehen wir mit den Daten unserer Kunden verantwortungsvoll und zweckgebunden um. Wir geben Daten grundsätzlich nicht ohne die Einwilligung der Kunden an Dritte weiter. Was denn nun? Gibt es nun das Bankgeheimnis noch oder gibt es es nicht mehr? Vielleicht sollte ich die Artikel mal vollständig lesen und nicht nur die Überschriften. Ich öffne mir nochmal denjenigen vom MDR. Deutsches Bankgeheimnis endgültig abgeschafft. Die Behörden fragen immer häufiger Kontodaten von Privatpersonen ab. Innerhalb eines Jahres stieg die Anzahl der Abfragen um 83% und es dürften künftig wohl noch mehr werden. Denn Ende Juni trat ein Gesetz zur endgültigen Abschaffung des Bankgeheimnisses in Kraft, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt. Für Behörden ist es nun noch einfacher, Bankdaten der Steuerzahler zu erfassen. Aha, es gibt also ein neues Gesetz. Ende Juni ist es in Kraft getreten und der Artikel ist vom 11. Juli. Allerdings scheint es ja so, als ob die Behörden auch schon zu der Zeit davor Kontodaten von Privatpersonen abfragten und dass sich die Anzahl der Abfragen in den letzten Jahren sogar fast verdoppelt hätte. Da schien das Bankgeheimnis, was wir bisher hatten, ja gar nicht so gut zu sein. Doch lesen wir weiter. Im darunterliegenden Absatz wiederholen sie noch einmal, dass die Anzahl von Abfragen gestiegen ist und dass dies von der Bundesdatenschutzbeauftragten massiv kritisiert wird. Im darunterliegenden Absatz geht es um das neue Gesetz. Bankgeheimnis abgeschafft. Die Zahl der Abfragen wird vermutlich noch weiter steigen. Hintergrund ist die komplette Abschaffung des fast 400 Jahre alten Bankgeheimnisses im Steuerrecht. Das ist seit dem 25. Juni 2017 in Kraft, nach der entsprechenden Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. Unter der Bezeichnung Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz sorgen die neuen Regelungen dafür, dass Finanzbehörden ungehinderten Zugang zu Privatkonten haben und diese auch ganz allgemein überwachen können. So können nun wahllos alle Daten und Kontobewegungen erfasst werden, ohne dass die Betroffenen davon erfahren. So, im Steuerrecht also. Da bin ich doch erstmal erleichtert. Die einzigen, für die sich etwas geändert hat, sind also die Finanzbehörden. Weder mein Vermieter, noch mein Arbeitgeber, noch meine Ex-Freundin bekommt also Auskunft über mein Konto. Doch was genau ist da denn eigentlich weggefallen? Ich will euch da nicht länger auf die Folter spannen. Es ist der Paragraph 30a der Abgabenordnung, der den Schutz der Bankkunden regelte. In diesem Paragraphen standen Dinge drin wie: Bei der Ermittlung des Sachverhalts haben die Finanzbehörden auf das Vertrauensverhältnis zwischen den Kreditinstituten und ihren Kunden besonders Rücksicht zu nehmen.
Ja, und dieser Paragraph ist weggefallen. Den gibt es nicht mehr. Das ist jetzt keine Falschmeldung. Also der Systemling, der obrigkeitshörige Systemling, die Systemhure und Beschützer der GZ, der sagt euch, dass der Paragraph 30a des Abgabengesetzes Schutz von Bankkunden weggefallen ist. Aber wie gesagt, dieser Paragraph bezieht sich nur auf das Steuerrecht und vor allem ist dieser Paragraph nicht 400 Jahre alt. Doch auf welches 400 Jahre alte Gesetz bezieht sich denn der MDR? Wo steht das Bankgeheimnis denn in dem Steuerrecht übergeordneten Gesetzen? Und was sagt es genau aus? Ein Artikel aus der Zeit, aus dem Jahre 2013, brachte auch mich zum Staunen. Ich lese euch vor. Was ein Geheimnis ist, weiß wirklich jedes Kind. Wer eines hat, der weiht niemanden ein oder höchstens einen sehr kleinen Kreis von Menschen. Wenn ich schlau bin, wähle ich diese Menschen vorher sorgfältig aus und sage ihnen, dass sie nicht mit anderen über mein Geheimnis sprechen dürfen. So ein Geheimnis ist auch das Bankgeheimnis. Es bedeutet, dass die Bank nicht mit anderen über das Geld ihrer Kunden sprechen darf, es sei denn, die Kunden erlauben das. Sonst darf sie nicht sagen, wie viel Geld ein Kunde hat, nicht wie viel er jeden Monat spart und nicht wofür er es ausgibt. Die Bank darf nicht mal darüber Auskunft geben, ob er überhaupt geschäftlich mit ihr zu tun hat. In vielen anderen Ländern gibt es ein Gesetz, das den Banken das Recht und die Pflicht zu schweigen einräumt. In Deutschland gibt es ein solches spezielles Gesetz nicht. Weil das Bankgeheimnis aber schon fast 400 Jahre angewandt wird, ist es allgemein anerkannt. Es wird in Deutschland zwischen der Bank und dem Kunden vertraglich vereinbart. Ja, und so ist es tatsächlich. Ein gesetzlich geregeltes Bankgeheimnis hat es in Deutschland nie gegeben. Dennoch ist es in den AGB einer jeden deutschen Bank direkt im Artikel 1. Und die Frage ist nun, wie kann etwas aufgehoben werden, was es noch nie gegeben hat? Wir lesen den Zeitartikel weiter. Allerdings gibt es eine Reihe von Gesetzen, die vorschreibt, wann das Bankgeheimnis nicht gilt, wann die Banken also ihr Schweigen über ihre Kunden brechen müssen. Das ist der Fall, wenn Menschen in den Verdacht geraten, das Geld durch kriminelle Handlungen erworben zu haben oder keine Steuern zu zahlen. Dann haben die Polizei und das Finanzamt ein berechtigtes Interesse daran, von der Bank Informationen darüber zu bekommen. In den vergangenen Jahren haben immer mehr Gesetze vorgesehen, dass die Bank dem Staat gegenüber solche Ausnahmen von ihrem Geheimnis machen muss. Wohlgemerkt, der Artikel ist aus dem Jahr 2013. Und wir haben dort ja gehört, dass bereits bis dahin zahlreiche Ausnahmen das Bankgeheimnis durchlöchert haben. Im Telepolis-Artikel werden als Beispiele besonders die Änderung von Hans Eichel im Jahr 2015 hervorgehoben. Wir merken auf, dass die Streichung des Paragraphen 30a der Abgabenordnung keine weitere dieser Ausnahmen darstellt. Der Paragraph 30a hatte zuvor lediglich das ohnehin in den AGB der Banken existierende Bankgeheimnis zusätzlich manifestiert. Dennoch muss ich erwähnen, dass die Streichung des Paragraphen 30a nicht die einzige Änderung in der Abgabenordnung darstellt, die durch das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz in Kraft gesetzt wird. Wer gucken will, was sich sonst noch alles am 25.06. geändert hat, der sollte auf busa.de schauen. Der Link ist in der Beschreibung. Man kann sich da ja auch gerne drüber aufregen. Das will ich jedem selber überlassen. Ich selber denke, dass das bisherige Recht, also ein hohes Bankgeheimnis auch für Finanzbehörden, eher den Reichen, also denen, für die eine Steuerhinterziehung rentabel wäre, dienlich gewesen ist. Auch will ich erwähnen, dass es ein Unternehmen gibt, was in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden ist, dessen einzige Aufgabe darin besteht, Kundendaten von Banken zu sammeln und an andere Banken weiterzugeben, nämlich die Schufa. Darüber regt sich keiner auf, obwohl die Schufa weitaus mehr kleinen Leuten das Leben schwer macht als das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz. Was aber mein zentraler Kritikpunkt ist: Ich werfe den Öffentlich-Rechtlichen da eine massive Täuschung bei ihren Lesern und Zuschauern vor. Diese Täuschung werfe ich natürlich auch der alternativen Presse vor, aber von der bin ich es ja schon gewohnt. Immerhin hatte diese ja 2016 auch schon gewettert, dass das Bankgeheimnis weggefallen sei. Es ist einfach nicht wahr, dass durch das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz irgendein 400 Jahre altes Recht abgeschafft wurde und durch die Meldung Bankgeheimnis weggefallen suggeriert man den Lesern, sie könnten nun bei einer Bank anrufen und Informationen über Freunde, Bekannte oder Nachbarn erlangen. Und dem ist nicht so. Neben der Mail, die ich verschickt habe, habe ich auch Freunde, die im Callcenter einer Bank arbeiten, befragt.
Ich habe erfahren, dass Sie weiterhin in jedem Gespräch den Anrufer einer sogenannten Legitimation unterziehen müssen. Das heißt, der Anrufer muss durch Eingabe einer Telebanking-PIN nachweisen, dass er derjenige ist, für den er sich ausgibt. Und daran habe sich seit dem 25.06.2017 auch nichts geändert. Nicht mal eine E-Mail hätte es von Ihren Teamleitern gegeben, die meinen Bekannten mitgeteilt hätte, dass es diese Gesetzesänderung überhaupt gab. Ich bleibe weiterhin der stolze Systemling. Ich wettere weiterhin gegen übertriebenen Hate gegen die Jäger und Sammler. Ich zahle weiterhin gerne meine GEZ, weil ich die Nachrichten auf RTL einfach schrecklich finde. Dennoch muss ich den MDR für diesen grottigen Bericht ganz heftig schelten. Und mehr habe ich für heute auch gar nicht zu sagen. Also Leute, gehabt euch wohl, behaltet weiterhin euer Geld auf der Bank. Wer dort zu viel hat, der kann es mir über Patreon zukommen lassen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Systemling. Ciao.